Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Und ich würde gerne auch unsere Geschwister begrüßen, die uns online schauen. Ja? Und danke herzlich, Pastor Helmut. Wir haben uns letztes Jahr in Wien kennengelernt und hier bin ich heute. Und ich würde gern drei kleine Sachen sagen und dann predige ich. Erste. Heute habe ich sehr gut und wirklich verstanden, was die echten Zeichen christlicher Gemeinschaft sind. Und dass es dank sei meiner Willi und Lena, Gastfamilien, worüber haben wir gesprochen? Diese kurze Zeit, dass wir zusammen sind, wir haben alle Zeit über Gott, über sein Wort, was Gott in unserem Leben tut und was er unserer Meinung nach weiter in unser Leben machen will. Vier Zeichen echte Gemeinschaft. Und ich wundere mich, wie kann das sein? Wir kennen uns nicht 24 Uhr und es scheint, als ob wir schon 40 Jahre kennenlernen. Echt? Ja, unglaublich. Unglaublich. Vier Zeichen christliche Gemeinschaft. Gott, die Bibel, Zeugnissen, was er schon gemacht hat und was will er tun weiter? Bis wir ihn in Ewigkeit treffen. Zweite Dinge, gestern habe ich mit Jugend die Zeit verbracht und ich war begeistert. Ich war begeistert, wie sie hingebungsvoll sind. Wunderschön. Und sie loben Gott. Das Gebet ist so wichtig. Gemeinschaft miteinander. Und ich habe sie herausgefordert, weiter, was ist Traum Gottes für die Jugend ihrer Gemeinde? Weiter. Und normalerweise, wie können den Traum gut erfahren. Ja, es ist, was siehst du? Was siehst du in diesem Welt? Ja, welche Bedürfnisse, die du treffen kannst? Das ist ganz einfach. Und fang an mit kleinen Dingen. Ja, und da Gott gibt dir mehr. Ja, Gott wird dir mehr geben. Ja, das ist Jugend, wunderschön, hier in der Gemeinde. Ja, wir müssen so weitergehen. Und dritte Sache, das ist Zeugnis aus meinem Leben. Ich wollte in der Schule 1983 wollte ich Deutsch lernen. Und meine Lehrerin hat mich in die Gruppe geschickt, um Englisch zu lernen. Und ich hasste Englisch. Aber Gott hat anderen Plan. Ja, Gott hat immer andere Pläne. Und heute bin ich, fast 40 später, stehe und predige auf Deutsch. Das Thema für heute, ich weiß, was ich tun
will. Lukas 16, Vers 4. Die Verwalter, die der Herr in uns sucht. Das Gleichnis von untreuen Verwalter. Früher kannte man dieses Gleichnis unter dem Namen Gleichnis von ungerechter Haushalter. Aber heute weiß kaum noch jemand, was ein Haushalter ist. Wir sprechen in Deutschen von Verwalter und so formulieren es auch die heutigen Übersetzungen. Deshalb nennt man dieses Gleichnis in modernem Deutsch am besten das Gleichnis von untreuen Verwalter. Verwalter ist jemand, der etwas verwaltet. Ja? Und in dieses Gleichnis treffen wir diese drei Wörter: Verwalter, Verwaltung und Verwalten. Ja? Was bedeutet Verwalten? Im Auftrag oder anstelle des eigentlichen Besitzers betreuen, in seiner Obhut haben, in Ordnung halten, verantwortlich leiten oder führen. Wir sind die Verwalter und Verwalterinnen. Ja, auf anderes Wort, der Ökonom, die Ökonomen, da, Landwirt, Verwalter, ja, landwirtschaftlicher Güter. Herkunft, spät in Deutsch, spät Lateinisch, Ökonomus, von Griechisch, Ökonomos, Haushalter. Verwalter, Oikos Haus und Nomos verwalten. Es ist bemerkenswert zu beobachten, dass der semitische Begriff für Verwalter Ben Bait, Sohn des Hauses, ist. Übrigens hat nur Lukas dieses Gleichnis in das passt sehr gut dem umgegebenen Kontext. Ja, das passt sehr gut dem umgegebenen Kontext. Es gibt drei Gleichnisse, ein nach dem anderen. Das Gleichnis von verlorenen Sohn, das kennen wir sehr gut. Von untreuen Verwalter, von reichem Mann und dem armen Lazarus. Diese sind in Kapiteln 15 und 16 im Evangelium von Lukas. Ja? In jedem Gleichnis geht es die Rede um Umgang oder Verwaltung mit dem Besitz. Alle drei Charaktere ist Erzählung sind dass sie schlecht genug mit dem Besitz umgegangen. Alle drei sind bereits auf die Situation aufmerksam geworden, als es schon zu spät war. Alle drei redeten von Rückkehr. Und das ist sehr wichtig, um dieses Gleichnis zu verstehen. Alle drei Gleichnisse reden von Rückkehr oder Abnahme ins Haus. Ja, Verwalter, ja, das kommt ja von Hausverwalter, Abnahme ins Haus. Deshalb steht der Höhepunkt in jedem Gleichnis im Mittelpunkt eines Hauses. Das ist wichtig für die folgende Auslegung unseres Gleichnisses. Ja. Jetzt der Text. Ja.
Lukas 16 können wir das auf dem, ja, sehen, ob das möglich ist. Ja, ich lese kurz, dass wir das Gleichnis gut verstehen, den Inhalt von dem Gleichnis. Das ist Lukas von 16, von 1 bis 13. Ja, er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Merken Sie, dass Jesus eine Vorliebe für solche Fragen gehabt hat. Ja, das ist Selbstgespräch im Lukas 12, 17, 15, 17, 18, 4. Ja, das ist Selbstgespräch. Ja, man spricht mit sich selbst. Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Ja, merket euch, im Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Das ist ein Rätsel. Warum? Ja, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch: Mach euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und das ist wichtig zu verstehen: ewigen Hütten, was das ist, da Hütte. Ja, das ist im Griechischen steht hier Skene, Zelt. Ja, Zelt im ewigen, in die ewigen Zelten. Und dann gibt es Auslegung: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch die wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Berühmter deutscher Theologe schrieb: Es gibt kein anderes Gleichnis Jesu, das so viele Schwierigkeiten bereitet, es zu verstehen. Andere britische Theologe
wenige Passagen im Evangelium können so viele unterschiedliche Interpretationen hervorgebracht haben, wie das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Es gibt mehr als 176 Interpretationen dieses Gleichnisses. Unglaublich, unglaublich. Die Frage steht immer so: Warum lobte der Herr, Besitzer oder Jesus, ja, den ungerechten Verwalter? Weil er in seinen Besitz verschleuderte. Es gibt zwei Hauptinterpretationen. Der Verwalter hat schlecht oder gut gehandelt. Einerseits, ja, handelte er korrupt und fälschte schließlich die Konten der Schuldner des Meisters, indem er die geschuldeten Beträge reduzierte, um ihren guten Willen zu erhalten. Andererseits, letzte Tat des Verwalters legal und lobenswert war. Er reduzierte die Konten des Schuldners, um die Höhe der fälligen Zinsen, und erfreute so die Schuldner, handelte rechtlich selbst und setzte seinen Meister in ein gutes Licht. Er reduzierte ihre Schulden um 500 Denare, ja, was 400 Arbeitstagen entspricht. So lag im 2019 das Durchschnittsgehalt für Fach- und Führungskräfte in den alten Bundesländern bei 4.835 Euro, das ist Internet, laut Internet, und in den neuen Bundesländern bei 4.008, ja, etwas, ja, weniger monatlich. Das, was der Verwalter reduzierte, zählt die Summe zwischen 72.000 und 87.000 Euro brutto, ja, Lohn. Ja, das ist eineinhalb Jahr Bruttogehalt. Das ist viel Geld. Viel Geld, ja. Es gibt zahlreiche Argumente, um diese oder jene Interpretation zu unterstützen. Aber unsere Fragen: Was war der Sinn des Gleichnisses, wie von Jesus erzählt? Was sah Lukas der Sinn des Gleichnisses? Was ist der Sinn für uns heute? Und ich wollte vorstellen, das Haus als Interpretationslinse für diesen Textauszug, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, damit, wenn er zu Ende geht, sie auch aufnehmen in die ewige Hütten. Oikos, Haus, Skene, Zelt. Was? Die ewigen Hütten ist ein ironisches Oxymoron. Beispiele für das Oxymoron. Friedenspanzer, auf Deutsch, scharfsinnige Dummheit, Eile mit Weile, schwarze Milch, das ist ein offenes Geheimnis. Was wollte Jesus damit sagen? Komm schon, mach weiter auf, oder geh weiter auf betrügerische
Weise. Und anstatt zu Hause akzeptiert zu werden, bekommst du ein ewiges Zelt. Haben Sie ein ewiges Zelt gesehen? Das ist unmöglich. Das ist Ironie. Das ist Oxymoron. Ja? Das ist per Definition unmöglich. Betrug ist Betrug. Und es wird nie von Gott genehmigt werden. Statt Buße zu tun und die Situation zu ändern, ging der Verwalter und treue Verwalter auf weitere Täuschung, um sich selbst zu retten. Er war im Kleinen nicht treu und zeigte noch mehr Untreue. Die Kinder dieser Welt sind klug, ja, um sich selbst zu retten. Ja? Und der Herr lobte ihn. Er sagte, geh mal lediglich weiter und du kriegst nur ewiges Zelt. Ja? Geh mal weiter so, du kriegst ewiges Zelt. Die Moral dieses Gleichnisses wird in der Schlussfolgerung in den Versen 10 bis 13 ausgedruckt. Es gibt vier Aspekte hier. Treu im geringsten, Mitarbeiter die in kleinen Aufgaben nicht treu sind, werden in großen Aufgaben auch nicht treu. Das habe ich schon selbst erfahren. Ja, treu im geringsten. Ja, und ich sage immer, statt über die großen Taten für Gott reden, machen wir etwas Kleines und sehen wir, sind wir treu? Und dann gehen wir weiter. Und dann können wir große Aufgaben machen oder bekommen. Vierte, treu mit ungerechten Mammon, ja, die mit Geld Probleme haben, werden auch mit anderen wichtigen Dingen nicht treu. Geld ist wie ein Lackmuspapier. Gibt es ein solches Wort? Lackmus. Geld kann uns zeigen, ja, ob wir weiter mit anderen Dingen treu werden. Dritte, treu mit dem Fremden gut. Mitarbeiter, die nur mit eigenen Sachen treu sind und mit deren des Werkgebers nicht. Ja, es gibt Mitarbeiter, die kümmern sich sehr, sehr gut für ihre eigenen Sachen. Aber was Arbeit betrifft, ja, von Werkgeber, das ist für mich nicht wichtig. Das Lohn ist wichtig. Aber treu im Arbeit, ja. Und Nummer vier, man kann nicht zwei Herren dienen, Gut und Geld. Dieses Prinzip spricht gegen die Möglichkeit, zwei Herren exklusive Treue zu schenken. Und das habe ich bemerkt in Russland. Ja, kümmern sich so viele Mitarbeiter während der Arbeitszeit für ihre eigene Sachen. Wenn ich zur Arbeit komme, denke ich und sorge nur für die Arbeitsaufgaben. Ja, aber Facebook, eigene Ziele, ja, auch Aufgaben von anderen Teilzeitarbeiten. Zum Beispiel, ja, ich sitze vor dem Computer
und mache Arbeit, die ich irgendwo bekommen habe. Ja, das ist diese vier Anwendungen im heutigen Leben. So oft führen wir unser Leben zwischen diese Spannungen. Wir probieren, unsere Erlösung zu verdienen mit vielen Taten, und manchmal beginnen wir Mammon zu dienen oder wir sind erlöst und dann leben für uns selbst. Erste, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Es gibt nur ein Herr in unserem Leben, dem wir dienen können. Und das zeigt uns Paulus sehr, sehr gut im 1. Korinther 10. Ja, du kannst nicht auf dem Tisch mit Dämonen sitzen und auf Tisch des Herrn. Es ist unmöglich. Es gibt nur ein Herr in unserem Leben. Und es ist ganz interessant, im Titus 1,7, ja, die Zeichen von Bischof im frühen Christentum, Bischof war ein Verwalter, ja, in Gemeinde. Titus 1,7, denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, Oikonomos, ja, Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht ja zornig, kein Säufer, nicht gewalttätig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen. Ich habe ein Beispiel im Leben. Ich war im 1996, habe ich mich in Köln gefunden. Und dort kannte ich einen Mann, mit wem wir zusammen studieren haben in Brüssel. Und ich bin nach Köln gekommen, ja, gegen 8 oder 9 Uhr gekommen. Und dann am Abend wollte ich weiter nach Brüssel. Aber es gab keinen Zug von Köln nach Brüssel am Abend, nur am Morgen. Und um 10 oder ja, der Freund hat mich eine Tasse Tee gegeben. Und dann gegen 10 oder später sagte er, ich muss studieren. Und ich sagte, das ist kein Problem, ich kann im Korridor schlafen bis morgen. Ja. Und er sagte, geh mal weiter, christlicher Bruder. Und das war wirklich, ja, ich konnte es nicht verstanden. Und ich ging zum Bahnhof, Hauptbahnhof in Köln, und es gab keinen Zug nach Brüssel, aber es gab einen Zug, die von Köln nach Paris ging und mit Aufenthalt, ja, mit Halte in Belgien. Und mit diesem Zug ging ich nach Charleroi in Belgien irgendwo und um 2 Uhr in der Nacht, und dort unter die Bahnsteige, Bahnhof war geschlossen, habe ich einen Mann aus Ghana getroffen, auch Christ. Ja, und wir haben wie Paulus mit Silas in Philippi, ja, die ganze Nacht die Lieder, ja, an Gott gesungen. Gott hat immer einen anderen Plan. Ja. Und Bischof, ja, echte Verwalter, gastfrei,
gütig, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Wem diene ich eigentlich? Wer ist Gott meines Lebens? Was suche ich wirklich? Diese sind grundlegende Fragen für uns. Wem diene ich eigentlich? Was ist Gott meines Lebens? Wer ist Gott meines Lebens? Was suche ich wirklich? Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Das ist mein Ziel, dass ich im Haus Gottes oder Reich Gottes aufgenommen werde. Der Eintritt in Gottes Reich kann nicht verdient werden. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, ja, uns zu erinnern. Der Eintritt in Gottes Reich kann nicht verdient werden. Ein solcher Eintritt wird nur durch Gottes gnädige Einladung erhalten. Durch Gottes gnädige Einladung erhalten. Aber was sollen die Jünger Jesus und uns auch von Umgang mit irdischem Besitz lernen? Richtige Anwendung des irdischen Besitzes, ja, im Unterschied zum untreuen Verwalter, sollen die Jünger mit ihrem Vermögen so umgehen, dass es Gott Freude macht und er sie am Ende ins ewige Leben aufnimmt. Ja, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Dritter Punkt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Ja, die Ökonomen, die Verwalter, die im Geringsten treu sind. 1. Korinther 4,1. Dafür halte uns jedermann, schreibt Paulus, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von Haushalter, als dass sie für treu befunden werden. Ja, mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keine Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht von der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finster verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Wie kann ich im Geringsten treu sein? Das Leben besteht aus kleinen Dingen, denen wir jeden Tag begegnen. Treu in dein Wort, treu mit deiner Frau und Kinder, treu mit deinem Besitz, treu an deiner Arbeitsstelle, treu mit Freunden, treu in der Gemeinde, treu in individuelle geistliche Praktiken, Gebet, Fasten, Bibel lesen, singen, jeden Tag, treu. Und Nummer 4, ja, ich komme zum Schluss. Ich weiß, was ich will tun. Wenn der Herr fragt, gib Rechenschaft über deine Verwaltung. 1. Petrus 4, 7 bis 11.
Es ist aber näher gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sünden Menge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tu es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heute ist der 22. August. Jeder von uns ist noch einen Tag näher gekommen zu der Ewigkeit. Was werden wir ihm sagen, wenn er fragt, gib Rechenschaft über deine Verwaltung? Ja, gib Rechenschaft über deine Verwaltung, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Ich würde gerne aufgenommen worden, ja, von unserem Herr Jesu Christus. Und ja, als ich probiere, mit als klug sein in diesem Welt, dann bekomme ich ewiges Zelt. Das ist unmöglich. Das ist Oxymoron. Ja, auch dieser reiche Mann und Lazarus Gleichnis später, ja, spricht, der Mann wollte, ja, er wurde nicht aufgenommen worden im Haus. Lazarus, Arme, wurde aufgenommen. Und er sagte, kannst du Lazarus schicken im Haus meiner Bruder, dass sie nicht in diesen Platz von ewiges Zelten kommen. Oh, jemand auferstanden kommt, werden sie glauben. Nein, nein, nein. Sie haben die Bibel. Wenn sie die Bibel nicht glauben, ja, nichts passieren wird. Auch verlorene Sohn. Ja, er war ein schlechter Verwalter. Ja, des Besitzers. Ja, er hat Besitz bekommen, ja, und verschleuderte. Ja, und aber er ist zurückgekommen zum Vater. Und Vater wartete. Es gibt so viele Söhne und Tochter, die verschleudern Besitz, den Besitz. Aber Gott wartet, dass sie sich umkehren und im Haus zurückkommen. Und das ist auch mit diesem Verwalter. Er wollte klug sein, aber ewiges Zelt. Das ist nichts. Das ist nicht über. Ja, versteht ihr? Habt ihr sehr gut verstanden? Ewiges Zelt und im Haus aufgenommen worden. Ich hoffe, dass wenn wir vor dem Thron stehen, müssen wir keine Rechenschaft geben über unsere Verwaltung. Sonst werden wir von ihm hören. Recht so. Du, guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Lukas 19.
11 beten wir. Vater, wir danken dir, dass du uns Verwalter und Verwalterinnen gemacht hast. Wir sind deine Verwalter. Und wir wissen, dass wir nichts mit uns nehmen können. Macht uns die Verwalter, die von dir hören werden. Recht so. Komm, guter Knecht, guter Verwalter, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht über 10 Städte haben. In Jesus Namen. Amen. Vielen herzlichen Dank und eure Aufmerksamkeit. Amen.